Als ich das gehört habe, war ich entsetzt, weil ich mir das habe in Bremen nicht vorstellen können. Vor allem nicht diese Brutalität, mit der er überfallen worden ist und verletzt worden ist. Er liegt jetzt im Krankenhaus, ich habe die Bilder gesehen. Es ist für mich eine unfassbare Tat. Wir sind hier in einem Parlament. Wir lieben die demokratische, harte Konfrontation im Parlament. Wir überzeugen uns mit Argumenten, aber nicht mit Kantholzern und nicht mit Schlagstöcken. Sowas habe ich mir in diesem Land, in dieser Stadt und überhaupt in der Republik nicht vorstellen können, wie Menschen miteinander umgehen. Ich verurteile das zutiefst und ich wünsche dem Herrn Magnitz gute Besserung. Ja, das geht gar nicht. Wer versucht, politische Auseinandersetzungen so zu führen, setzt sich ins Unrecht und ist Straftäter. Ich wünsche Franz Magnitz gute Besserung und hoffe, dass er schnell wiederkommt. Politische Auseinandersetzungen führen wir in der Demokratie anders. Ja, ich bin erschüttert, dass sich solche eine Gewalt entlädt gegenüber Politikern. Und ich gehe davon aus, dass es anders politisch Denkende sind, die wirklich dort mit massiver Brutalität auf einen Menschen eingeschlagen haben. Das kann nicht angehen, das darf auch die Gesellschaft nicht akzeptieren. Und ich hoffe, dass die ganze Härte des Gesetzes hier angewendet wird, damit der Täter auch wirklich schnell gefasst wird und auch wirklich eine Höchststrafe erlangt. Ich bin total schockiert, ich habe null geschlafen. Ich finde es einfach unfassbar, dass sowas in Bremen überhaupt möglich ist und mich macht das sehr, sehr traurig. Und ich glaube, es ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Jeder kann anders denken, aber da sollten wir mit Worten gegen an und auf keinen Fall mit Gewalt. Also wir lehnen ganz klar Gewalt gegen Personen ab oder Hauptgewalt ab, egal ob aus politischen oder persönlichen Motiven. Und wir sind auch der Meinung, dass man die AfD politisch stellen muss. Also wir kämpfen für ein sozialeres Bremen, Sozialgerechtigkeit und sagen ganz klar, wir teilen die Hetze nicht und wir haben kein Verständnis für rassistische oder völkische Positionen. Aber Gewalt ist nicht Stil einer Auseinandersetzung, auf gar keinen Fall. Wir wissen, das ist eine populistische Partei, die er vertritt, aber das sanktioniert überhaupt nicht in irgendeiner Weise körperliche Gewalt an Personen, sondern hier ist der Ort, hier im Parlament, hier setzen wir uns auseinander, hier kämpfen wir um die besseren Argumente, hier kämpfen wir um die besseren Ziele und Ergebnisse und treten dann für die Wähler, vor die Wähler und bitten um deren Votum, ob wir gut oder schlecht waren. Das ist das, was Demokratie ausmacht. Was das hier, was jetzt passiert ist, das ist Kriminalität, das ist hoch zu verurteilen und ich hoffe, dass die Polizei sehr schnell diesen Täter habhaft wird und dass sie dann der Gerichtsbarkeit zugeführt und auch verurteilt werden. Das muss ein schnelles Ende finden.